Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Gläubigen, im heutigen Evangelium fragt unser Heiland die Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Er macht sozusagen, wie man das heute so macht, eine Allensbach-Umfrage, eine Meinungsumfrage, möchte wissen, wie es so steht, wie die Leute zu ihm stehen, was er für Chancen hat, Public Relation. Nein, meine Lieben, unser Herr steht souverän über all den Meinungen von den Menschen. Und dann kommt auf seine Frage das, was bei Umfragen eben üblich ist. Die einen sind für Klimaschutz, die anderen dagegen. Die einen sind für die AfD, die anderen dagegen. Die einen für Migration, die anderen dagegen. Die einen glauben an ein Leben nach dem Tod, die anderen nicht. Und so weiter und so fort. Und so war es ja auch. Die einen sagen, sie halten ihn für Johannes den Täufer, für Elias, für Jeremias oder einen der Propheten. Da könnte man heute ja fragen, Umfrage, wofür halten die Menschen den katholischen Priester? Und da kämen auch die unmöglichsten Antworten. Ja, der Zölibat gehört längst abgeschafft, es ist so etwas veraltet und das sieht man ja, die permanenten Missbrauchsfälle. Das ist ja, der Zölibat ist gegen die Natur und gegen die Menschenwürde, der gehört abgeschafft und wir brauchen auch das Frauenpriestertum und so weiter und so fort. Und dann kommt im Evangelium die Frage des Herrn: Und ihr, wofür haltet ihr mich? Und nun großartig. Simon Petrus donnert los, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und unser Herr antwortet, selig bist du, Simon, denn nicht Fleisch und Blut hat dir das geoffenbart. Nicht die Leidenschaften, die Emotionen, die Gefühle, die Political Correctness, das Fernsehen, die Bildzeitung, nein, alles das weg. Sondern mein Vater hat es dir geoffenbart, der im Himmel ist. Gott ist die Wahrheit. Und von ihm geht alle Wahrheit aus. Und souverän über alle Meinungsdummheiten steht die Wahrheit Gottes. Und das ist es auch, was der Papst sagen muss und hinausdonnern und hinausposaunen muss, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nicht zu irgendeinem Großimam sagen, Gott will die Verschiedenheit der Religionen, alle Religionen sind gleich, Gott wohlgefällig. Nein, das ist alles Fleisch und Blut, ist Meinungen. Nein, er muss sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. In keinem anderen ist Heil als außer in dir. Das muss der Papst verkünden. Nur die von Gott gestiftete Religion ist die wahre und alle anderen Religionen sind falsch. Das muss der Papst verkünden. Und bezüglich des Priesters, der Priester, das ist die Wahrheit, die Gott geoffenbart hat. Er ist der zweite Christus. Er vertritt Christus. Er ist der Stellvertreter Christi von Amts wegen. Ich habe euch ja mal die schöne Begebenheit erzählt, wie ich noch als junger Seminarist unterm Volksgetümmel stand. Und da ging eine Mutter mit ihrem vierjährigen Töchterchen an mir vorbei und das Töchterchen sagte zu der Mutter, Mama, ich habe den lieben Gott gesehen. Das ist es, im Priester den lieben Gott sehen. Und der Zölibat des Priesters ist ein wunderbares Privileg. Christus lebte zölibatär und sein auserwählter Freund, der Priester,
darf zölibatär leben, weil er von Christus viel inniger geliebt wird als der beste Ehemann von seiner besten Ehefrau. Denn er wird von Gott selbst, Gott Menschen selbst unendlich geliebt. Der heilige Pfarrer von Ars hat einmal gesagt, wenn wir Priester wüssten, wie sehr wir vom Herrn geliebt werden, wir würden sterben vor Freude. Ich habe das mal Gläubigen erzählt und dann sagten sie mir, Gott sei Dank weiß er es nicht. Ja, aber er ahnt es, der Priester weiß es, der sein Zölibat ist nichts anderes als die Vermählung mit Jesus Christus. Und das ist eine ewige, unendliche Liebe, die weit über jede eheliche Liebe hinausgeht. Und das muss den Priestern wieder gesagt werden. Und dann weg mit diesen ganzen Konferenzen und Synoden. Die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit wird uns retten. Die Wahrheit wird den Priester retten. Und der Priester wird wieder das sein, was in den Augen Gottes ist. Sein innigst geliebter Freund, sein Werkzeug, das in jungfräulicher Weise ihn in der Welt repräsentiert. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.